Und diese abermalige Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes ist vor allem eins, ein epochaler Wortbruch und Wahlbetrug. Sie haben den Bürgern vor der Wahl etwas ganz anderes versprochen. Sie, Herr Scholz, und vor allem Sie, die Damen und Herren von der FDP. Noch Anfang September haben Sie, Herr Lindner, gesagt, eine Impfpflicht ist nicht verhältnismäßig. Jetzt stellen Sie sich hin und behaupten das glatte Gegenteil. Sie machen der FDP als Umfallerpartei eine ganz große Ehre. Für den Griff nach der Macht haben Sie Ihre Wähler verraten. Um mitregieren zu dürfen, sind Sie bereit, das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, Artikel 2 Grundgesetz, mit den Füßen zu treten. Und nehmen Sie bitte nie wieder das Wort Freiheit in den Mund. Sie wissen offenkundig nicht, was das bedeutet.